It's coming deep in under Bibulation 1. Dieser Night Rainer beyond done. Night Rainer! Was hattest du denn? Ja, bist du gerade Kreise dreht. Ich habe das ja ganz zugeschaut und ihr dreht ganz Kreise. Ja, du gehst mir schon mal voll auf die Nerven, Digga. Nimm mal deine Hände und wir regeln das jetzt an. Ich hab keinen Bock mehr auf so eine Kinderkacke. Bleib stehen. Ja. Warst du gerade bei der Schießerei dabei, ja? Ich war am Strand. Ich hab geangelt. Und ich war baden. Dann hab ich das gehört und irgendwie hat mich ein Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Willst du aufhören, mir Scheiße zu erzählen, bitte? Aber jetzt, wo wir schon mal hier sind, wo ist er denn jetzt, der Frankie? Ich hab doch einen neuen Beat. Wollt ihr den mal vorspielen? Go weiter. Na, anders. Mach mal, jetzt bin ich gespannt. Den Beat? Oh, Rainer, ja. Wollen wir gleich mit deiner Auto weiter fahren? Ja, wir fahren gleich. Warte, ich will noch den Beat anmachen. Ich bring die Tornado eben nach Hause. Okay. Bis gleich. Also ich habe zwei. Einer ist so richtig Gangster. Ja. Und der andere ist so eher so, Knight Rider-mäßig. Okay. Machen wir den Gangster-Beat. Ja, machen wir den Gangster auf, sonst scheiß steh ich. Okay. Der Beat war das, glaube ich. Trapline. Ja, yeah, Trapline. Richtig fieser Scheiß und so. Kannst du da mal rappen? Okay, put these holes in a comb. Bullet in your head. Murder be on set. Bullet in your head. The murder is on set. When you wanna get me on a living on a style this bullet and you wanna coming to the dread beat on a rhymes. No, you be kicking on a bullet beyond drain as blood is coming drain from your head to your body fame. You wanna getting beyond nerves, you wanna let in and you shining. This is a murder ring be rhyming. Get this under nerd. Down so, yeah, listen, deep Nein. Shit, you nerd. Ist unterwegs. Bullet in your head. Murder ring set. Bullet in your head. Und so. Ja, so halt. Krass. Mach mal das andere. Da. Was? Den anderen? Voll geil. Ja, Nightwiner so, weißt du? Nightwiner und so. He's coming in the midnight town. He's a Knight Rider. And you wanna believe or not, he's on a good Knight Rider from the east to the beat town. Knight Rider is coming deep in under Bibulation 1. This Knight Rider be undone. Knight Rider. And you wanna be living on this night tripping day and be loving me this and on a pure wanna be on an enemy life. This is a night rhino coming from the B-Lobby crime, hunting and chasing in the midnight town. You wanna be angry and he sound night rhino. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie die Melodie ist. Ja, das ist geil. Ja. Cool, oder?
krank, Mann. Ey, hässlich. Mhm. Weil du ja bei uns überall hässlich genannt wirst. Ja. Kauf ich dich jetzt auf Tingeltangelbob. Hässlich ist doch gut. Meinen richtigen Namen weiß keiner. Das hier, die Karre von Jason, weiß das jemand? Ah, keine Ahnung. Dann Platz. Platz? Ja. Das ist deine? Elfkoll Platz. Nein, das ist ein Platz. Was ist der Unterschied zwischen Platz und Dingsbums, was du gesagt hast? Wir machst sind richtige Bloods, wir kommen aus New York, wir sind die United Blood Nation, Sex, Money, Murder, wenn du es genau wissen willst. Das sind irgendwelche weißen kleinen Dreckskinder, die keine Ahnung haben von Gangs oder sonst was, die einfach nach Los Santos gekommen sind und sich dick fühlen. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Das ist der Unterschied. Und die haben nichts mit den richtigen Bloods zu tun. Also mit den Bloods, die du aus dem... Ganz genau, und Fake. Übrigens, hässlich, um dir ins Gesicht zu schießen, muss ich kein Drive-By in Jackson Sword machen. Und ja, Candy, was möchtest du? Da hinten stehen die Platz, ne? Wollen wir die abziehen? Ich hab keine Pistole. Der Chefter ist angemeldet und es gibt nur 5 Chefter und dann wissen die, dass wir das waren. Also dann wissen die, dass ich das war. Ja, ist doch geil, ist doch ein Statement. Warte mal, fahren wir nicht neben die kurz? Ja, wollt ihr im Kreis fahren oder wollt ihr am Haus stehen? Die fahren jetzt, die sind jetzt mit 3 Autos hier und jetzt wollen sie uns auch hier drängen. Wollen die uns Füße verkaufen? Direkt beim Bezirk Glas auf dem Wagen. Was willst du? Oh Leute, das ist eine ganz schlechte Idee. Aha, schlechte Idee. Zählt doch mal. Wollen wir den Kreis fahren oder was ist das? Ja, im Kreis. Was geht dich das an? Das Kreisverkehr hier. Wer bist du? Bist du Polizist oder was? Bist du Pacific Bluffs Polizei oder muss ich, ja, was, so muss ich mich bei dir anmelden? Wir fahren raus, wenn wir weg sind, könnt ihr weiter im Kreis fahren. Also halt die Fresse oder wir fahren, wo wir wollen, oder? Ja, Mann. Nervt man nicht. Ich glaube, der will richtig die Hosen hochgezogen haben. Wo bleiben die anderen? Wir provozieren sie gerade, ne? Kommt. Bleib auf jeden Fall hier. Scheiß drauf. Fahr weiter im Kreis. Geht den Scheiß an. Ja, aber ich lasse dich dann schon den auf den Kopf einkesseln. Kommt noch mehr. Ah, deswegen. Was ja, ruf denn? Alle zusammen von deinen Jungs. Machen sie doch gerade. Sind alle auf dem Weg. Sicher? Guck mal. Mhm. Digga, er hat so viele? Antrieb, ne? Warte mal, wie viele sind das? Es sind bestimmt jetzt 7. Zwei stehen bei dem Dealer. Oder 3. Und dann 4, 5, 6... 7, 8 sind es ungefähr. Die fangen eh an. Fallen, die fangen eh an. Ja, chill! Ich hab keine Knarre. Sind wir acht? Doch egal, wir sind besser. Ja, ist so. Ja, was ist der Chef da hier? Ach du Scheiße. Warte, was denn machen Sie? Ja, kann euch doch egal sein, oder nicht? Nee, es ist nicht egal. Wenn ihr was im Mann sind, braucht ihr den zu tun im Kreis gefahren. Warum du bist du jetzt gleich so? Warum bist du so frech, Digga? Entspann dich doch. Hör doch mal deine Runde. Wo ist jetzt das verfickte Problem? Ja, wir haben keine Probleme. Das ist das Problem. Wer ist hier frech? Ja, genau. Wer fährt hier die ganze Zeit im Kreis und ist was nur am Funk provozieren? Was ist denn daran frech, im Kreis zu fahren, wenn du direkt im Kreis zu fahren. Bist du Hotelmanager, gehört das Scheißhotel dir? Dann nervt jemand anderen, ganz genau. Aha. Ja. Wieder nerven. Wer fährt hier die ganze Zeit im Kreis? Und so kann dir doch egal sein, bist du Hotelmanager, gehört dieses Hotel dir? Was, bist du professioneller im Kreisfahrer oder was? Ja, bin ich. Und jetzt? Herzlichen Glückwunsch, dann fahr ja, danke schön. Kreis. Nö, mach ich mal. Der spielt in der Kreisliga, das Problem. Die ist lang, die Kreisliga. Was für ein Kreis? Ja. Wir drehen hier keine Kreise. Ja, wir aber. Und jetzt? Ja, was ist das Problem? Was krieg ich jetzt einen Platzverweis von dir? Oder was, hast du noch eine Dienstnummer? Digga, was ist jetzt dein verficktes Problem? Dass du mich nervst, Digga. Laber mich nicht voll. Setz dich doch in deine Karre und verpiss dich. Alter. Setz du dich in deine Karre und verpiss du dich. Ja, wir haben hier aber noch was zu erledigen. Ja, ich auch. Kreise. Ja, dann dreh deine Kreise und geh uns nicht auf den Sack. Kreise. Ja, wenn ich Bock wieder drauf hab, dreh ich meine Kreise. Ja, mach das. Ja, gut. Ja. Alles klar. Ja, warte mal, bis der Bock hat, seine Kreise zu drehen. Kommt gleich. Ja, wir drehen Kreise. Ja. Hoffentlich platzen euch die Reifen. Wäre auf jeden Fall lustig. Aber die haben eh sich schon gerammt, gegenseitig. Ich hab mich gar nicht gerufen, ist da oben dann reingefahren. Ich weiß nicht, ob das so clever ist mit der Karin. Kosten die Kissen gar nichts? Digga, was hast du noch alles studiert? Hotellogie, jetzt kommst du noch mit Mechanikologie. Was ja, willst du uns irgendwas Besseren belernen? Nerv mich nicht, Digga. Nerv mich nicht und lass mich nicht. Bist du irgendwas Besonderes? Du möchtest gerne Gangster? Sag mal genau, wer du bist, dass du mir erzählst, wie irgendwas läuft. Das gilt dich einen Scheißdreck an. Ja, Digga, da laber mich nicht voll, wenn es mich einen Scheißdreck angeht. Dann red mit einer Wand. Wer wollte denn überhaupt mit euch reden?
der, der uns hier voll labert. Wir sollen hier keine Kreise drehen und dieser uns verpissen. Der Hotelmanager, aka Polizist vielleicht auch. Ach, Polizist bestimmt. Und Hobbymechaniker zugleich. Richtig. Ja. Hast du noch ein paar Moralerzählungen für uns vielleicht noch dazu? Na, medizinisch kenne ich mich auch noch gut aus. Ja, dann erzähl mal was. Dann kenne ich mich noch aus, ein bisschen Farm, Sachen anbauen, ich bin allwissend. Geil, Digga. Richtig gut, ne? Heftig. So geil. Zur Hölle natürlich ist das. Geil. Wieso läuft er hier im Schlüpfer? Wer zur Hölle ist das? Der war gerade in eurer Karre, ne? In dem hinteren da. Okay. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay. Mich wundert hier gerade gar nichts. Soll das jetzt hier so ablaufen? Sollen wir auch noch kurz telefonieren oder? Ruf an, sind wir hier gleich fertig? Ruf an, wieso? Das sagst du mir, erstmal hast du mir nichts zu sagen. Schau mal, hast du mir mehr zu sagen, als du glaubst. Oh, das, da träumen sie aber auch nur von. So. Hör auf mich zu siezen, wer bist du, dass du mich siehst? Wer sieht dich denn? Du hast doch gerade gesagt, was denkst du, wer sie sind oder so eine Kacke. Wer du bist, habe ich gesagt, aber gut. Ja, Bruder, ich bin... Liegt wahrscheinlich an der Moske. Moske? Ja. Ich kann dir gerne sagen, wer ich bin, Bruder. Ja, wer bist du denn? Ja, der einzig wahre El Diablo hier in der Stadt. Ah. Und das interessiert wen? Ist so lustig? Ich finde das lustig, ja. Echt? Ja. Finde ich richtig lustig. Wollt ihr das jetzt so auf respektlose Art regeln oder sollen wir das normal regeln? Naja, ich habe noch keinen Funken Respekt von euch gesehen, also ja, warum wollt ihr das? Ja, liegt vielleicht daran, dass ein Affenkollege anfängt, hier die ganze drum zu mucken. Hm. Hey, ihr zwei Baseball-Penner, wie wär's mal mit einer... Was regeln die denn da? Na, ich warte, bis die Kreisdreher weitermachen, also ich weiß nicht, was wartet ihr jetzt noch? Auf was wartest du denn? Ja, bis ihr weiter Kreise dreht, ich hab das ja gern zugeschaut und ihr dreht gern Kreise. Ja, du gehst mir schon mal voll auf die Nerven, Digga, nimm mal deine Hände hoch, wir regeln das jetzt an, ich hab keinen Bock mehr auf so eine Kinderkacke. Bleibt stehen, Digga. Nehmt eure Hände hoch. Bleibt stehen und nehmt eure Hände hoch. Ach, das Scheiße. Knallt die Hunde ab. Ich hab keine Waffe. Scheiße, ich hab keinen Knarren. Ah, Bruder. Ich bin hier ohne Schusswaffe komplett nackt, Bruder. Ich muss jetzt gerade über mein Überleben hier kämpfen, Digga. Da brauche ich ganz dringend mal einen Energy-Drink. Bruder, ich kann nicht mitschießen, Digga. Du bist hässlich. Danke dir, Bruder. Ist ein Kompliment. Scheiße. Digga, wie sieht's aus? Hey! Fuck. Scheiße. Scheiße. Hilfe! Scheiße. Scheiße. Ich sehe nix. Kacke.
Endlich Action, Bruder. Ich kann aber nicht mitmachen. Ich habe keine Waffe. Und es wäre einfach Feld-AP, mit einer Axt da reinzugehen. Es wäre absolutes Feld-AP, jemanden mit der Axt zu attackieren, wenn er eine Schusswaffe hat. Deswegen, ach, Bruder, es tut mir so weh, dass ich da nicht mitmachen kann. Und auch zu sehen, wie die... Ach, Bruder, lass dich drüber reden. Sieht aus, als wäre hier Luft rein. Waffe runter! Da war noch ein. Stopp! No shoot! Shit. Nicht mit uns, Alter! Was denken die, wer die sind, Digga? Missgeburten! Nimm jeden von euch auseinander! Die hässlichen Fotzen! Was denkt ihr, wer ihr seid? Boah, die hat Tiramisu dabei, Bruder, lecker! Was denkt ihr? Abflug! Ich suche alle nach unten! Ey, wo bist du? Ich bin hässlich. Achso, okay, klar. Oder einfach durchsuch die, Digga, durchsuch die. Tut mir leid, Jungs, tut mir leid, ich hab keine Source-Waffe gehabt. Kein Problem, Bruder. Cool, Digga. Boah, der hat einen Rucksack für mich, 147 Stunden. Ja, ich hab eine Kugel in der Schulter. Ich muss an der Karre gucken, wenn an der Karre gucken. Komm, weiter. Da hinten haben wir auch noch welche geholt, komm, Gasmaske. Oder sehr schöne Geschichten hier, Digga. Denken wir, mit wem die hier rumbumsen wollen. You wanna be G's. Keine Fick mit Komm mit, wir gehen auf Sach da hinten. Polizei! Polizei! Cops, weg. Polizei kommt. Scheiße! Unten am Strand, der Typ in dem Boot, lass Boot klauen. Sit. Wartet! Oh, wir bringen dir das wieder, mach dir keine Gedanken. Wir bringen dir das wieder. Los, fahr. Ey, mach das Boot auf! Die Mistgeburt! Und? Scheiße. Ja, in die Richtung. Hilfe! Officers! Drüben war eine Schießerei! Ja, stellen Sie sich einmal bitte oben unter die Dächer da. Okay. Dingern und bleiben Sie in Sicherheit. Alle denken sich so, hä? Wieso zieht er sich um? Aber ich bin Zivilist, Bruder, ich war am Strand. Geo, das Kugel im Pro. Normal. Oh gut, keiner interessiert sich für mich. Ach du Scheiße. Ja. Warst du gerade bei der Schießerei dabei, ja? Ich war am Strand und ich hab geangelt und ich war baden und hab ich das gehört und irgendwie hat mich ein Schuss getroffen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du aufhören, mir Scheiße zu erzählen, bitte? Wie? Ja, irgendwas von wegen, ich war angeln und so eine Kacke. Steh ich nicht so drauf. Fragen Sie doch die Leute da. Ja, mit denen hast du Probleme. Bitte? Mit denen hast du Probleme, oder? Mit wem? Ja, mit den Leuten da. Von was reden Sie jetzt? Von welchen Leuten? Egal, lass dich erstmal behandeln, wir reden gleich. Okay. Kommen Sie doch mal rüber, Herr Dings. Ja. Was meinten Sie jetzt mit den anderen Leuten? Den Rot. Mit denen habe ich doch gar nichts zu tun.
Aber mit denen hast du nichts zu tun. Wer hat denn auf dich geschossen? Na, es war Angeln und auf einem hat mich ein Zuss getroffen. Von weiter weg. Aha. Ich hab das gehört, die Leute, die waren mit mir angeln, die sind auch weggelaufen und dann bin ich auch weggelaufen und zu der Polizei gelaufen. Wer war denn mit dir angeln? Kannte ich nicht, hab ich so getroffen. Na, natürlich. Mehr Scheiße? Was noch? Echt? Ja, dann erzähl ich ihnen halt gar nichts mehr. Keine Ahnung, musst du auch nicht. Ja, ich sag doch nur, was passiert ist. Ja, ja, ich weiß, was passiert ist. Ich guck grad nur, was du so erzählst. Und du erzählst mir grad nur einen Haufen Scheiße. Okay. Das nächste Mal, wenn ich dann, weiß ich nicht, mir eine Hand abgeschnitten wird, dann laber ich nur Scheiße. Oder wie? Ich will mir erzählen, du standst am Strand und da wurdest du angeschossen. Am Strand. Richtig. Aha. Da waren auch andere Leute, die können sie gerne fragen. Ich wurde sogar mitgenommen von einer, ich weiß nicht, wie das Auto heißt, und ich habe gefragt, ob die mich mitnehmen kann ins Krankenhaus, weil ich weggelaufen bin, weil die Polizei sagte, ich soll weg hier. Und dann bin ich da eingestiegen und die hat auch gesagt, sie war angeln und ist auch weggefahren schnell. So, der Herr, ja, kommen Sie mal mit, ich helfe Ihnen hoch, wir können ins Röntgen direkt rein.